Das Jahr 1869. Für die Bürger der stolzen schlesischen Stadt Görlitz ging ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. An den Ufern der malerisch schönen Neiße wurde ihre Brauerei, zu dieser Zeit eine der modernsten des Landes, in Betrieb genommen. Die Gebäude bildeten schon damals in ihrer Gesamtheit ein einzigartiges Industrieensemble, dessen Reiz bis heute auf den Besucher wirkt. Die Gründerväter von einst hatten eine Vision, ein Bier zu brauen, das nach Heimat, Liebe und Tradition schmecken sollte. Für die meisten Görlitzer wurde es eine Liebe fürs Leben. Die östlichste Privatbrauerei Deutschlands blickt nunmehr zurück auf über 140 Jahre Brautradition. Über Generationen von Braumeister zu Braumeister weitergegeben. Von Anfang an verpflichtete man sich natürlich dem deutschen Reinheitsgebot, dem ältesten Lebensmittelgesetz der Welt. Auch wenn sich im Verlauf der Geschichte vieles veränderte, eines blieb immer gleich: das Brauverfahren. Nirgendwo sonst in Deutschland wird Bier noch in offenen Bottichen gegärt, immer unter der strengen Aufsicht des Braumeisters und seiner Mitarbeiter. Doch wie bei jedem anderen Erziehungsprozess sind neben Strenge auch Liebe, Geschick, Fachwissen und vor allem Zeit erforderlich, um ein herausragendes Resultat zu erreichen. In 12 Meter tiefer, kühler Umgebung erhält das junge Bier 4 bis 12 Wochen Zeit, um zu reifen. Der gute Ruf der Biere mit dem L in der Marke hat sich über viele Jahrzehnte weit über das Land verbreitet. Und so steht das geschwungene L nicht mehr allein für Landskron, sondern vielmehr für die ganze Lausitz.